Herzlich willkommen auf unserer Internetplattform www.polen in der Schule. Ich möchte euch heute das Thema Klassenfahrt, Schüleraustausch nach Polen näher bringen und euch mal zeigen, wie man für die Planung einer solchen Fahrt nach Polen auch die Internetplattform www.polen in der Schule nutzen kann. Ihr wisst ja wahrscheinlich, Klassenfahrten kann man sich unterstützen lassen vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk oder auch von der Sandorf-Stiftung. Die Richtlinien sind sehr unterschiedlich. Das Jugendwerk geht mehr auf Austauschförderung. Die Sandorf-Stiftung, dort kann man auch reine Klassenfahrten unterstützen lassen. Voraussetzung ist, dass man ein bisschen einen schulischen, inhaltlichen Bezug hat. Wir gucken mal, wie wir die Plattform nutzen können. Ich gehe mal rein. In der Rubrik Arbeitsblätter findet ihr ein Kapitel Landeskunde und in der Landeskunde ein Kapitel Auf geht's nach Polen. Auf geht's nach Polen. Hier gibt es 6 verschiedene Routen, die man bereisen kann und wo man unterwegs viele interessante Stops machen kann aus dem Bereich Literatur, aber auch Geschichte, die unterrichtsrelevant sind und an denen man auf keinen Fall vorbeifahren sollte. Ich stelle euch heute mal 2 verschiedene Reisen kurz vor. 2 verschiedene Routen. Die eine ist nach Schlesien. Schlesien ist die Region in Polen, wo ganz viel Bezug zwischen deutscher und polnischer historischer Geschichte, aber auch Literaturgeschichte besteht. Die Route geht aus von Görlitz, dann Richtung Riesengebirge über Kreisau nach Breslau. Man kann sich natürlich im Hirschberger Tal viele der alten Schlösser aus dem 19. Jahrhundert anschauen, die in unterschiedlicher Zustand dort noch zu berichtigen sind. Auch man kann dort auch in solchen Schlössern übernachten, auch mit Gruppen, mit Schülergruppen, aber auch einen Ausflug machen auf den Berg Schneekoppe natürlich. Das hat jetzt keine schulische Relevanz, aber unweit vom Berg Schneekoppe befindet sich auch der Ort Agnetendorf und dort kann man die Villa Wiesenstein, das Haus Wiesenstein von dem Schriftsteller Gerhard Hauptmann sich anschauen. Das ist in einem ganz tollen Zustand erhalten. Auch man kann da am Schreibtisch sitzen von Gerhard Hauptmann. Er hat dort viel Zeit verbracht und ist auch in dieser Villa, in diesem Haus gestorben, das er selber auch mit architektonisch entwickelt hat. Und man erfährt dort sehr viel über Leben und Schaffen von Gerhard Hauptmann. Unweit von Agnetendorf befindet sich die internationale Begegnungsstätte Kreisau. Dort erfährt man viel über den Kreisauer Kreis, die Widerstandsbewegung im Zweiten Weltkrieg. Man kann dort auch übernachten, Workshops machen. Also das lohnt sich auf jeden Fall, dort eine Zwischenpause zu machen. Ansonsten natürlich zu Breslau selber, Wrocław, Polnisch, brauche ich nicht viel sagen. Es ist eine der schönsten Städte in Polen, in denen man sehr viel historisches, aber auch literarischen Bezug zu Schulunterricht mitnehmen kann. Etwas weiter südlich, Südosten befindet sich, dann reist man nach Oberschlesien. In Oberschlesien lohnt sich auf jeden Fall ein Stopp auf dem Annaberg. Der Annaberg ist deswegen relevant, weil er so der wichtigste Kulminationspunkt der Auseinandersetzungen, der deutsch-polnischen Auseinandersetzung um Schlesien auch nach dem Ersten Weltkrieg war. Versailler Vertrag, es gab die Abstimmung, es gab Aufstände und da haben wir gerade 100-jähriges Gedenktag 1921 vom 3. Schlesischen Aufstand. Dort gibt es noch ein Denkmal, aber auch den Wallfahrtsort. Also hier ist auf jeden Fall eine Haltestelle sinnvoll. Auf dem Weg noch weiter Richtung Süden nach Lubowitz. In Lubowitz ist der romantische Dichter Josef von Eichendorff geboren und die Ruine des Schlosses, in dem er geboren wurde, steht auch noch. Es gibt dort auch eine Begegnungsstätte und man kann dort auch viel Interessantes über Leben und Werk von diesem, einer der bekanntesten Autoren der Romantik in Deutschland erfahren. Ja, unweit von dort ist auch Gleiwitz. Der Gleiwitzer Sender ist vielen bekannt aus dem Geschichtsunterricht, wo der Zweite Weltkrieg durch einen Überfall seinen Ausgang nahm. Der Überfall war fingiert und man kann diesen Sender auch besuchen, eine Führung drin machen. Interessant ist, dass er aus Holz ist und bis heute als eines der höchsten Holzkonstruktionen der Welt gilt. Ja, die zweite Route, die ich kurz ansprechen möchte, ist eine Route, die von Danzig aus Richtung Norden geht, von Görlitz aus Richtung Norden. Ich habe sie hier mal abgebildet.
mit Stettin, Kolberg. In Kolberg gibt es ein Denkmal, Polens Vermählung mit dem Meer, mit einer sehr interessanten Geschichte. Und natürlich auch Gleiwitz, Danzig. In Danzig gibt es eine ganze Menge Bezüge zur deutsch-polnischen Literatur und auch historischen Geschichte. Vor allem kann man dort natürlich auch auf den Spuren von Günter Grass wandeln, sein Geburtshaus von außen wenigstens anschauen und auch viele Bezüge zu seinen Romanen dort entdecken. Es gibt dort überall auch Beschriftungen, Schilder. Man kann da also wirklich einen Spaziergang auf den Spuren von Günter Grass machen. Man kann von Danzig aus zur Westerplatte fahren, wo die ersten Schüsse des Zweiten Weltkriegs fielen. Man kann das Solidarność-Museum anschauen, ein ganz großes Museum, das größte in Danzig neben dem Museum des Zweiten Weltkriegs, das auch unterirdisch eines zu den größten Museen Europas zählt und in ganz eindrucksvoller Weise sich die Geschichte des Zweiten Weltkriegs erarbeiten lässt. Ja, völlig abgesehen davon ist ein Besuch in Danzig immer auch ein Höhepunkt, wenn man nach Polen fährt, weil es eine wunderschöne Stadt ist, auch am Meer gelegen, unweit des Meeres. Ja, von Danzig aus kann man auch die Marienburg besuchen. Marienburg als Zentrum des Deutschen Ordens, Anfang des 14. Jahrhunderts gebaut, ist immer auch für junge Leute eine spektakuläre Erfahrung, mal durch so eine riesige Burg zu wandern, muss man schon fast sagen. Völlig abgesehen davon, dass man sich dann auch am Meer erholen kann. Ja, so viel mal. Ich hoffe, es gibt genug Anregungen hier, um die Plattform in die Planungen mit einzubauen. Wie gesagt, die anderen Routen führen noch in den Osten Polens, in den Südosten Polens oder auch nach Masuren. Schaut einfach mal rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Do widzenia.